Leute, was geht ab? Oder soll ich sagen, what's poppin'? Denn diesmal wird es international. Wir schauen uns das Original von Temptation Island an und das kommt aus den USA. Wir wollen ein bisschen gucken, wie sind die Kandidaten drauf? Wie sind die Single-Männer drauf? I've been personally trained to be your next boyfriend. Die Single-Frauen. You are gonna be seeing me at the bonfire in some clips with your man. Oh. She's not talking to me. All das checken wir mal ab und wir starten direkt mit Folge 1 der neuesten Staffel von Temptation Island USA. Das Prinzip ist das gleiche. Wir haben 4 Pärchen, die ihre Beziehung auf die Probe stellen wollen. Die werden separat voneinander in unterschiedliche Villen gebracht und da warten 12 single men, 12 single women, whose sole purpose for being here is to find love with one of you. In den ersten Szenen werden erstmal die liebkosenden Pärchen gezeigt, wie gut sie sich eigentlich miteinander verstehen. Remember that we love each other. Yes. And just... Yes. Love you. Love you too. Ja, wie sehr, sehr gut sie sich verstehen. You're gonna miss me? Yeah. How much? So much. On 1 to 10, how much? A 10. That's right. Das ist auf jeden Fall auch ein Typ, der nach dem fragt, hey, wie war ich denn eigentlich? Wie war es heute? Ja, heute nur eine 7. Naja, wie auch immer, aber von wegen Friede, Freude, Eierkuchen, in dieser Beziehung gibt es schon das ein oder andere Problem. The main issue in our relationship is that Chelsea doesn't trust me. I think she's projecting the unfaithfulness from her prior relationship onto me, which is something that I've never been. Ja, das ist seine Meinung. Ihre Meinung sieht ein bisschen, ganz wenig anders aus. Even though he says that he's in love with me and like he loves this feeling that he has with me, there's a point where you're staring so hard that it's disrespectful to your significant other and it makes you feel stupid. Also festzuhalten ist, Thomas ist der Glotzer und der Staat, egal ob seine Freundin dabei ist oder nicht. Er kriegt nicht genug von schönen Frauen. Wie sieht es aus bei Kendall und Erica? Kendall ist der Kerl. Ich dachte, es gibt nur Kendall Jenner und das wäre ein Frauenname. Aber ja, bei denen sieht es eigentlich ganz entspannt aus. Die wollen es einfach nur mal testen. This is one of those moments where we can either grow stronger or we can pull apart from each other, but it's definitely something that we need. Aber auch hier wird schon mal eine kleine Diskrepanz aufgezeigt, denn sie sagt, ja, viel Glück mit diesen Single-Frauen. Viel Glück bei allem, was du so machst. Good luck finding someone who's gonna wake up at 4 o'clock in the morning to iron your clothes and make you fresh food. Wäre auf jeden Fall keine gewinnbringende Tinder-Beschreibung, muss man hier sagen. Wer hätte schon Bock, um 4 Uhr morgens Frühstück zu machen und zu bügeln? No one. Dann kommen wir zum amerikanischen Traum, Kristen und Julian. Die kennen sich schon ewig lang, sind seit 11 Jahren zusammen und haben sich auf eine süße Art und Weise kennengelernt. Me and Kristen met was freshman year high school, throwing a house party. I get a knock on the door and it's this pretty girl. Ich hätte sie auch reingelassen, denn wo er recht hat, hat er recht. Das Problem bei denen ist eher, dass Julian... I was unfaithful, you know, not gonna beat around the bush. Und logischerweise ist Kristen immer noch verletzt und hat das nicht so ganz überstanden. Die beiden sind schon 11 Jahre zusammen, aber hier entscheidet sich jetzt, kann Kristen Julian vertrauen und möchte sie den nächsten Schritt der Hochzeit angehen oder sagt sie, nee, sie wird ihm niemals vertrauen können, weil er ja schon untreu war. We will see. Infidelity is not something that I'm gonna deal with for the rest of my life. Dann kommen wir zu dem letzten Pärchen der 4, Corey und Aaron. Zuerst hört es sich so an, als wäre Aaron unsterblich in diesen Corey verliebt. We met at work and Corey was actually my boss. I was just like, this guy is the most attractive guy I've ever seen. Doch dann merkt man relativ schnell, dass ihre Intentionen doch irgendwie ein bisschen anders sind. So I'm just used to that A-type personality and the just like super fast-paced lifestyle. Ja, die Kleine ist auf jeden Fall an das Partyleben gewöhnt, hatte nur mit Rockstern, Footballern, ich dramatisiere hier gerade, zu tun, aber lebt natürlich das Leben aus der Champagnerflasche und ist nur in den geilsten Hotels dieser Welt gewesen. Wie auch immer. And with Corey, he's super shy, conservative. He is more safe. Corey fühlt sich natürlich so ein bisschen underrated, wenn man das so sagen kann. My confidence does get chiseled away by Aaron's exes being professional athletes, you know, going, living the limelight, having all these parties. So of course I feel a little
belittled. Das sollte schon mal gar nicht sein. Da gibt es auf jeden Fall ein Problem. Dann treffen alle auf den Gastgeber und das ist Mark Wahlberg. Und ich rede hier nicht von Marky Mark, aber dieser Mark Wahlberg ist eine TV-Persönlichkeit in den USA. Man kennt ihn, man liebt ihn. Cooler Dude, bisschen älter, bisschen erwachsener, aber auf jeden Fall weiß er ganz genau, wo er die Pärchen kitzeln muss, um die besten Antworten herauszubekommen. Why did you come here? Well, we've been together since we were 15 years old and we haven't been able to take that next step in our relationship. Bei dem Footballer und seiner Highschool-Fling ist die Sache relativ klar. 11 Jahre zusammen, wohin geht es, was ist der nächste Schritt? Bei Aaron und Corey ist es noch wieder so eine ganz andere Sache. Man merkt es schon so, wie Aaron mit Corey spricht, als ob er so ein bisschen zurückgeblieben wäre. I mean, I think we chose to come here for many reasons, and you can chime in, obviously. Wow. Ich glaube, bei denen ist es auf jeden Fall sehr gefährlich, denn sie ist, glaube ich, ein richtiges Party-Chick und könnte der Fabio der US-Staffel werden. But I think the main reason is just for individually, you know, Corey to become more independent and for me to become more independent. Mit dem Glotzer und seiner Freundin geht es weiter und hier nimmt sie die ganze Schuld bzw. die Daseinsberechtigung bei Temptation Island auf sich. He's a little flirty and friendly and I'm not used to that, so you know, when we first started dating I took that as like, if he's doing that in front of me, what is he doing behind my back? Auf los geht's los, jetzt gibt es kein Zurück mehr und dann kommt der Moment, auf den wir alle, die Zuschauer warten, die Pärchen warten, wahrscheinlich auch der Moderator auf jeden Fall, alle, die diese Show mögen. Es kommt zur Gegenüberstellung von den Pärchen und den Singles. Ein großer Unterschied zu unserem deutschen Format ist, ja, hier wird das Ganze inszeniert wie eine Show. Und mit der Show geht es auch direkt weiter, denn die einzelnen Kandidaten, die Singles, treten vor die Pärchen und droppen erstmal einen Spruch. And as Miss Louisiana, I've already secured the crown. Now I'm here to secure my king. Now we are talking. Pink girl looks not happy. Noch sieht die Freundin in Pink auf jeden Fall nicht ganz happy aus, aber das könnte sich ja ändern mit dem ersten Kandidaten für die Damen. Hi ladies, I'm Dr. Blake. I'm a dentist from St. Louis, Missouri, and I guarantee I'll brighten your smile. Oh shit, wir haben einen Doktor an Bord. Stellt euch das mal vor im deutschen Format. Ich glaube, da hat nicht ansatzweise einer die Schule beendet, aber hier haben wir den Dentist Dr. Blake. Ladies, you better watch out, because I'm scientifically proven to be irresistible to men. Okay. Not worry, baby. Man muss hier aber auch einfach sagen, dass die englische Sprache viel cooler ist als die deutsche. Denn teilweise, was sie dort sagen und wenn man das ins Deutsche übersetzen würde, einer von unseren deutschen Kandidaten würde so nach vorne steppen und sagen, ich mach dich schärfer als Wasabi. Dann würde ich sagen, dieser Cringe-Moment wäre der Meme des Jahres. Pärchen würden tot umfallen vor Lachen, der Moderator würde tot umfallen, die anderen Kandidaten, weil es einfach nicht gut klingt. Im Amerikanischen ist es anders und ja, wir schauen mal, was die nächsten Kandidaten so zu sagen haben. To make a steal, you close a deal. Ich mach Radau und schnapp deine Frau. Stellt euch das mal vor, ich weiß, das war jetzt eine schlechte Übersetzung in den Untertiteln, aber so ähnlich hat das ja gemeint. Stellt euch mal vor, das würde einer in diesem deutschen Format sagen. Cringe. Doch dann wird es tatsächlich feurig scharf wie Wasabi, denn die nächste Kandidatin weiß sich auf jeden Fall zu bewegen. Hi Poppies, I'm Sophia, a 22-year-old makeup artist from Miami, Florida. I'm a feisty Latina, so get excited. I'm here to spice up your love lives. Ay, que calor. Oha, a feisty Latina steppt hier auf jeden Fall nach vorne. Ja, ich glaube, die wird den ein oder anderen Mann auf jeden Fall den Verstand rauben. Hey, you're not here to support them. Dann kommt Jack auf die Bühne, ja, und der verbringt auch sehr, sehr viel Zeit im Fitnessstudio und das möchte er den Mädels auch gleich mal zeigen. I've been personally trained to be your next boyfriend. Die Art und Weise, wie die Kandidaten mit den Couples umgehen, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Besser als in Deutschland. Man merkt, das ist alles mehr inszeniert. Die haben sich auf jeden Fall mehr Gedanken gemacht. Let's see. You are gonna be seeing me at the bonfire in some clips with your man. Die Vorstellungsrunde ist damit dann abgearbeitet und zum ersten Mal treffen die Vergebenen auf die Singles separat voneinander und es kommt zu einem ersten Kennenlernen. Cheers to good times in Tanheim. Who's ready to
party tonight! Die Single-Frauen lassen auch nicht locker und fragen direkt mal nach, ob die vergebenen Männer bzw. die Pärchen denn irgendwelche Regeln für sich aufgestellt hätten. What are the rules that you and your girlfriends establish? I didn't set rules, personally. So it's like free range. Hey, real talk. Die Freundin vom Glotzer, ja, hat den ersten Nervenzusammenbruch. But then, like, looking and staring and looking around. So, what do you do? I just hold it in. Zumindest ist die Angst bei dem ein oder anderen vergebenen Mann am Anfang auf jeden Fall noch zu sehen. Hey, guys. Oh, whoa. We can't give hugs. We good. We're gonna hit it with the... Yes. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird. Dann war's das auch erstmal. Es kommt noch zu einem Abendessen gemeinsam mit dem Moderator Mark Wahlberg, nicht Marky Mark. Der fragt nochmal nach, wie sieht's denn jetzt aus mit den Regeln? Gibt es Regeln? Habt ihr Regeln gemacht? But the problem is, he was asking me, is it okay to have someone in our bed, like just sitting on it? It was a question. Yeah, I get it. Kendall und Erica haben die No Rules Variante und ja, bei Aaron und Corey, es ist eh ein bisschen seltsam. I do feel like a lot of the times I have to kind of take the reins in the relationship and sometimes I just want, you know, I want it to be equal. Damit endet dann auch Folge 1 von Temptation Island US. Was sagt ihr zu der ganzen Sache? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Seid ihr gespannt, wie es weitergeht? Wenn ihr Bock habt, abonniert diesen Channel, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich sag wie immer, ciao.